Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sammeln mal eben ganz schnell hier noch die Federn ein. 30 Federn. Wie viel haben wir jetzt eigentlich davon? 230? Nicht schlecht. Wir wollen dann jetzt mal noch einmal kurz drüben Stickies farmen, sammeln, weil der Tag ist ja gleich schon um. Schon zur Hälfte. Die Sonne ist schon Mittagssonne. Das heißt, bis wir da sind und wieder zurück sind, ist schon Nacht. Werden wir nicht mehr dazu kommen, die Bäume zu fällen. Das müssten wir schon anfangen, am frühen Morgen zu machen. Deswegen dann eher die Stickies. Und ja, dann heißt das eigentlich dann im Grunde, dass wir da wieder feststecken. Jetzt kommen wir dran vorbei. Und wenn wir diese Runde nochmal Stickies voll gemacht haben, neunmal wegen Stickies rüberfahren. Ich glaube, ich werde, nachdem ich das da fertig gemacht habe, eine Folge noch machen, wo wir durchgehend Stickies sammeln. Wenn wir da den Hai erledigen. Ist er tot? Der Hai ist tot. Aber wir können den jetzt nicht abmurksen. Also, beziehungsweise das Fleisch rausnehmen. Wir haben einfach mal einen Hai gekillt. Wir haben Hai gekillt. Boah, wie geil. Wir haben einfach mal den Hai umgebracht. Ganz zu Anfang dieser Folge, ey. Bin ich ein bisschen stolz sogar drauf. Aber jetzt habe ich Angst, dass mir die Patronen ausgehen. Wie viele Kugeln haben wir noch? 24. Okay, das wird noch reichen. 24 Kugeln. Ich will da sparsam umgehen. Denn wir, soweit ich weiß, es gibt einen Bossgegner hier, also einen Endboss. Und dann gibt es noch diesen Propeller-Mutanten hier, den wir beides noch nicht begegnet sind. Und ich habe keine Ahnung, wann die auf uns zukommen. Beziehungsweise den Endboss weiß ich auf jeden Fall, dass wir die letzte Höhle betreten müssen, der im Arschloch der Welt da hängt. Oder kann es sein, dass beide Bossgegner, die ich da jetzt im Kopf habe, dieses Propeller-Ding und der Endboss-Gegner vielleicht ein und dasselbe sind. Wäre auch gut möglich. Und der erst kommt, wenn ich den im Boss-Dungeon hier bekämpft habe. Na, diese Theorie habe ich jetzt gerade so irgendwie. Keine Ahnung, ob das auch der Wahrheit entspricht. Und wenn das stimmen sollte, dann wäre das nur noch ein Gegner, ein Mutant, der uns noch nicht begegnet ist. War das ein Bambi? Ich glaube, das war ein Bambi. Leider können wir auch mal sammeln. Oh, scheiße. Egal. Zwei noch. Komm. Meinen Wagen voll. Nein, nicht mit Stein, mit Stickies. Fahren wir mal damit ein bisschen weiter rein.
Nochmal 20. Dann haben wir noch nicht ganz voll. Ah, bitte lass es regnen. Ah, Steine sind voll. Okay. Drei noch. Dann haben wir jetzt voll. Auch ganz schön windig gerade. Jetzt wieder zurück nach Hause. Auch gleich was essen. Echt, wo sind die ganzen Mutanten hin? Außer Dildo Daniel war hier wirklich seit Ewigkeiten keiner mehr. Sind die schon ausgestorben oder wie? Frag mich das schon mittlerweile wirklich, also. Wir kriegen nur noch die Kannibalen hier. Ich finde das schon irgendwie. Ne, ich weiß nicht, wie ich das sagen, wie ich das nennen soll, so dass die Mutanten weg sind. Also ich habe die hier nirgendwo im System, also bei den Einstellungen ausgeschaltet. Die müssten eigentlich da sein. Nicht einmal die Schwierigkeit verringert. Ist alles noch so geblieben, wie es ist. Trotzdem sind die schon seit Ewigkeit nicht mehr da. Habe ich die komplett ausgelöscht oder wie? Oder kann es sein, dass die nur noch irgendwo da im Norden rumschwirren, rumgeistern? Weil wir da vor einigen Folgen dort rumgegeistert sind und da ein paar ausgeschaltet haben. Dass sie auf einmal dort unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Wo die auf einmal hin sind. Und dann jetzt noch richtig einmal so einparken. Ja, perfekt. Und dann nach oben. Eben noch was essen. Ja, komm. Oh, die sind schwarz geworden. Die Steine können wir hier noch ablegen. Wir können eigentlich auch rein theoretisch Steine von da mal darüber bringen.
Oder unten die Steine, die da spawnen. Hier mal hinbringen. Hier oben, hier unten. Nach oben bringen. War eigentlich auf. Könnten wir hier hinten und da vorne mal alle voll machen mit Steinen. Wir sammeln eben hier mal ganz kurz Steine, die voll sind. Hallo? Okay. Steine haben wir jetzt. Gibt es hier noch welche? Irgendwo? Wieder neu gespawnt? Jetzt ist voll. Hier hoch. Fangen wir mal an, hier das wieder voll zu machen. Hier ist wohl. Hier fehlen welche. Können wir auch mal schauen, ob wir immer noch was haben an Stein? Nö. Das gefällt mir nicht ganz. Mit den beiden. Müssen wir nochmal neu machen. Wo haben wir Tische? Da war der. Na, hier ist der. Den mal ein bisschen. So. Ja, so. Und den direkt hier ist. Ja, komm. Ja, hier hin. Sieht jetzt viel, viel besser aus. Gehen wir jetzt nochmal Steine sammeln. Ach, das war schon. Zumindest unser Steinlager voll. Wäre schön, wenn wir hier auch Stickies hätten, die hier unten einfach spawnen würden. Würde die ganze Zeit nur hier Stickies sammeln, so einen nach dem anderen. Was? Voll? Full, dann machen wir hier. Können wir jetzt wahrscheinlich schon pennen. Genau, da war es. Und ja, wir können jetzt pennen. Perfekt. Noch schnell was essen. Und dann können wir auch noch hier die Rüstung wieder anziehen. Ach, zwei Teile fehlen uns schon mittlerweile. Knochenrüstung. Ja, ist jetzt auch egal. Dann fehlen halt zwei Teile. Und wir holen jetzt nochmal 49 Baumstämme und 60
Hier, Stöcker, Stickies. Wir müssen aber auch rausfinden, wie viel wir an Baumstämmen da reinpacken können. So, wenn das auf diese andere Größe ist. Das heißt, wir werden auch noch im Laufe der nächsten Folgen anfangen, mal da oben die Dinger, die Lagerräume, ein bisschen voll zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles voll machen, aber zumindest ein bisschen was füllen. Dass wir das einfach mal irgendwie so mal zwischendurch machen. Ich habe vergessen zu trinken. Da durste ich hier gleich. Ah, das gefällt mir nicht. Das wird langsam wieder leer. Soll wieder regnen. Aber ich freue mich wirklich, wenn das Ding da fertig ist. Also, ist ja nicht mehr lange. Ist nur noch diese Folge wahrscheinlich. Dann ist das Gebäude wirklich fertig. Dann ist die Festung fertig. Die ist dann vollendet. Dann ist das nur noch hier Möbel rein. Und das war's. Und die Möbel müssen wir nicht unbedingt sofort alles reinklatschen. Sondern können uns da Zeit lassen. Die Möbel müssen ja nicht einmal fertig werden vor dem Dings hier, vor dem großen Bosskampf da, vor der letzten Höhle. Muss es ja nicht einmal. Kettensäge. Los geht's. Hallo. Komm, dann machen wir die Gruppe hier auch noch. Na, Sprit wird auch langsam wieder leer. Und mein Wagen fliegt da wieder. Keine Ahnung wohin. Und der letzte Baum. Tschüss, Bambi. Die mich jetzt erschrocken. Boah, was hat der denn da rum? CDs. Der hat ja CDs um sich. Alter. Auf einmal kommen die aus dem Nichts. Weißt du, was wir mit dem machen? Ja, der Boss von denen. Wenn der drauf geht, fliehen alle anderen. Nein? Komm, noch ein bisschen.
So, jetzt hauen die alle ab. Seht ihr das? Jetzt hauen die alle ab. Bis auf der da. Ach, komm schon. Ja, bleib mal stehen. Gesagt, stehen bleiben. Kommt schon der nächste. Der ist tot. Den müssen wir noch treffen. Abschluss. Nice. Meißen wir die mal alle drauf. Oh, noch ein Pfeil. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Hier müssen noch irgendwo Pfeile von mir sein. Ja, dann halt nicht. Was passiert denn da mit dem Fuß? Eine Fußerektion hat er. So wie der steht. So, dann können wir jetzt eben noch mal... Ne, noch nicht. Und noch mal nachzünden. Okay. So, aber jetzt können wir... einen schon mal machen. Und anziehen. Wir brauchen aber gleich noch mal ein paar Knochen. Können wir jetzt gleich noch mal einen machen. Da müsste noch irgendwo ein Knochen sein. Da. So, dann können wir das wieder füllen hier. Das hat mich jetzt echt erschrocken. Aber wenn man weiß, wen man zuerst erledigen muss, damit die anderen abhauen, dann wird es schon einfacher. Aber kann sein, dass die jetzt mit Verstärkung kommen werden. Demnächst. Oh, da sind welche hingerutscht. Die müssen wir gleich mitnehmen. Was ich mich auch frage, wie viele eigentlich von den Forest-Spielern, also ob nun Zuschauer von mir oder Leute, die ebenfalls YouTube machen, Forest-Spiel, haben auch diese Idee mit dem Boot wie ich. Würde mich schon interessieren, also wie viele ebenfalls dieselbe Idee hatten mit dem Boot, dass man das auch noch zum Lagern benutzen und zum Transportieren. Ich glaube, viele waren das nicht. Ich glaube, selbst Gronkh und Tobi kamen nicht mal auf die Idee. Ich muss von denen eh das Let's Play nochmal ansehen. Hier in die fünfte Staffel. Bei Gronkh. Oder bei dem Tobi. Dann weiß ich, was die da genau gemacht hatten. Ist ja schon auch ein Weilchen her, wo ich das gesehen hatte. Einige Sachen erinnere ich mich noch dunkel, was bei denen war. Vor allem dessen Location. Was noch bei denen da war, weiß ich nicht.
Ich weiß nur, die hatten irgendwann mal so einen Bauplan für ein Auto gehabt. Und ich weiß nicht, wo man den findet. Ein Auto würde ich mir auch gerne hier bauen wollen. Oder kam das durch eine Mod? Hatten die das irgendwie gemoddet gehabt? Würde ich gerne wissen, bevor ich das Let's Play hier komplett beende. Ob das Auto, was die da hatten, ob das durch eine Mod kam oder die das irgendwo im Spiel gefunden haben, diesen Bauplan. Das Auto will ich auf jeden Fall bauen. Oh, wieder ein Sticky. Ja, ich glaube, Bäume haben wir diesmal genug abgeholzt. Ja, ich glaube, noch einmal voll machen. Da hinten. Im Wagen. Dann passt das schon. Jetzt müssen wir noch einen Baum abholzen. Ja, sieht sogar so aus. Ein Baum noch. Dann machen wir das mal schnell. Komm, wir nehmen den hier. Und dann nur noch Sticky sammeln. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter hier nach rechts jetzt von mir. Da müssen noch jede Menge Sticky geben. Diesmal haben wir nur 48 Baumstämme. Schade. Ein Baumstamm wird uns fehlen, aber egal, vielleicht finden wir den noch unterwegs. Vielleicht haben wir einen übersehen gehabt, gerade beim Einsammeln. Genau, wir wollten ein bisschen mehr in diese Richtung jetzt. Da sind sie schon wieder. Verdammt. Bleiben wir wohl eher doch ein bisschen hier. Gibt es hier gar keine Stickies mehr? Muss sie wirklich da rein? Wo die gerade rumgelaufen sind? Sonnenhut können wir auch nichts mehr tragen. Hoppala. Das wollt ihr eigentlich treffen? Einen brauchen wir noch.
Ja, das sieht aus wie einer. Das sieht aus wie so ein Sticky-Baum. Neue Pflanze entdeckt. Schauen wir uns gleich mal an. Ah, wir kriegen Hunger. Was war das denn? So, jetzt ist die Frage, war das Mutant oder Ureinwohner? Da sind Ureinwohner. Boah, aber dass ich jetzt gerade in die Luft geflogen bin. Boah, ich habe jetzt echt einen Schrecken gehabt. Ich dachte, ich sterbe jetzt gleich. Ich habe jetzt wirklich gerade Herzrasen davon bekommen gehabt. Eine sind wir voll. Weil ich gedacht hatte, wir gehen jetzt drauf. Vicky. Und hier muss noch keiner sein. So, sind das? Hier ist noch einer. Ich werde gleich definitiv nicht mit dem Wagen hier runterrennen. Ich weiß nicht, sind das Tiki-Bäume oder... Das sind halt eher so normale. So, vier brauchen wir noch. Und Stick. Jetzt haben wir es. Jetzt mit dem Wagen ganz vorsichtig wieder zurück. Das ist heute echt eine kuriose Folge, ey. Was da alles jetzt passiert ist. Wir sind einmal mit dem Wagen geflogen. Warte mal, was war noch passiert? Scheiße, jetzt habe ich auch alles wieder vergessen. Fuck. Ah, nicht dran denken, dann erinnert man sich gleich. Jetzt können wir wieder rennen. Stimmt, das auch noch mit dem Bein war ja da gewesen. So. Was stand da? Mit C20, okay. So, dann fahren wir mal wieder zurück. Dann ist ein später Abend, wenn wir da sind. Und dann am nächsten Morgen können wir das alles schon einbauen, was wir gesammelt haben. So, wegen Ausdauer spielen wir mal das ab. Seht ihr, unten wächst das wieder ein bisschen. Yeah.
Guck mal, Ausdauer ist schon wieder voll. Wegen der Musik. Das heißt, wir hatten uns nicht einmal hinsetzen gebraucht. So, jetzt gehen wir als allererstes was essen. Dann pennen. Wo die Stickies können wir auch noch reinschmeißen. Aber zuerst essen. Genau, hier haben wir fertig, nur noch das hier. Und kennen wir. So, jetzt essen, trinken. Da ist noch ein bisschen was drin. Ja. Das ist ein Segen, dass da noch was drin ist. Oder warte, wir machen mal die andere Seite. Die gefällt mir bisher auch am meisten irgendwie. So, dann Stickies wieder reinschmeißen. Machen wir den hier jetzt gleich hoffentlich fertig.
So, zwei noch, dann müssen wir wieder runter. Obwohl, wir können jetzt auch erstmal die Heidelbeeren hier fressen. Kriegen wir gleich wieder Samen. Können wir das hier zu Ende machen. Vielleicht haben wir den jetzt gleich voll. Heidelbeeren haben wir hier gar nicht mehr. Cool. Können wir nichts mehr machen. Hier ist auch alles voll. Und hier ist auch voll. Ah, ich finde das schön. Wirklich, so finde ich das schön. Wir können auch schauen, dass wir vielleicht hier nochmal irgendwie so ein klein bisschen Garten machen. Ein kleines bisschen. Komm, wir machen das auf. So. Haben wir Garten. Da. Garten. Und machen wir den ab. Ah, komm, wir machen den. Nein. Wir machen den so. Ah, ist zu viel. Dann machen wir den bis hierhin. Das wird reichen als Garten. Gesundheit müssen wir auch wieder voll machen. Wir haben viel Gesundheit verloren wegen dem Sturz gerade. Was ich auch nicht erklären kann, wie das passiert ist, aber ich hatte voll den Schock deswegen gehabt. So, das war's, keine Stickies mehr. Das voll hier hinaus. So, zieht euch das mal rein, wie wenig Stickies wir noch brauchen eigentlich. Wir haben die Hälfte schon durch von Stickies. So, das war's, das ist voll. Schmeißen wir die auch noch irgendwo dahin. Nice. Ah, Knochen können wir auch noch ablegen. Und Steine können wir noch mal ablegen. Na komm. So, noch ein bisschen. Vielleicht will ich wissen, wie viel wir noch brauchen dafür. Komm, die schmeißen wir mal schon da rein. Vielleicht haben wir noch ein paar Samen, die wir da reinknallen können. Ja, einen Samen haben wir, den wir da reinknallen können. Und jetzt will ich wissen, wie viel wir noch dafür eigentlich insgesamt brauchen. Für den da. So. 71 von 98 haben wir schon. Und unten haben wir noch 21. Haben wir 21?
Oder 20 und. Hier haben wir 7, da haben wir 6. 7, 14, 6. Ja, 20 haben wir. Das heißt, noch eine Fahrt und sind wir damit durch. Einmal voll machen. Dann haben wir es fertig. Oh, ich bin schon so aufgeregt, wenn das gleich fertig ist. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nur noch nicht mal eine Stunde. Dann ist das durch. Das heißt jetzt vielleicht noch einmal kurz Stickies sammeln gleich, bevor es dunkel wird. Und dann am nächsten Tag hier wieder Holz fällen und dann haben wir es fertig. Wir kriegen das heute in der heutigen Aufnahme fertig. Wie viel brauchen wir dafür noch? Kann man das sehen? Ne. Egal, wir haben unten noch 6. Knallen wir noch drauf. Und dann schauen wir nochmal an, wie viel wir genau dafür brauchen. Für beides da oben, meine ich. Also beide letzten Dächer. Ich habe beide genommen, hallo. Du musst schon das machen, was ich dir sage, Spiel. Nur mal so als Frage, kann das kann die Lebensanzeige auch von allein so wieder regenerieren? So? Oder muss ich dafür extra Medizin schlucken oder was essen oder so, damit es sich erst wieder regeneriert? Da kann ich mir als Beispiel auch hier hinsetzen, einfach so. Nee, da macht es nur die Ausdauer wieder voll. Mit meiner Gesundheit passiert nichts. Das heißt, ich muss gleich wahrscheinlich was essen. Ja. Will ich aber wissen, wie viel brauchen wir noch? Wie viel haben wir da schon reingeballert? 7 Stück brauchen wir noch dafür. Nice. Und dann hier noch 26. Also 26 plus 7 sind 33. 33 Baumstämme brauchen wir noch für hier oben. Perfekt, ey. Geiler kann es nicht sein. Aber dann brauchen wir noch 103 für unten. 103 brauchen wir dann noch für unten. Das sind nochmal 2 Fahrten. So für Baumstämme. Jetzt gehen wir aber auf Sticky Jagd. Und ich hoffe, ich werde hier nicht wieder irgendwie wegfliegen. Deswegen lasse ich den Wagen mal da stehen. Gleich. Weil das war jetzt eben wirklich so ein krasser Schock.
Dass ich das nicht nochmal erleben will. Ich glaube, ich schluck auch erstmal vielleicht eine Pille. Wegen der Gesundheit. Aber ich würde sagen, vielleicht machen wir auch jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Moin, da bin ich wieder. So, wir wollten noch da rüber schippen. Ne, wir wollten noch die Seite und dann wieder da hinten hin. Wo steht die Sonne? Da. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt gleich die Stickies wieder sammeln. Und ich hoffe, die kommen dann jetzt nicht wieder in so einem 6-Mann-Team, dass sie wieder hierhin rennen muss. Ey, wir schaffen das gleich auf jeden Fall heute noch fertig. Das freue ich mich schon gleich drauf. Und wieder auf dem Speer. Und mal schauen, wie weit wir reinlaufen müssen, um voll zu kriegen. Oh, sonst. Ich habe jetzt wenig Bock, von denen jetzt attackiert zu werden. Weil ich brauche jetzt Stickies. Wir wollen die Bude fertig haben. Das passt dann nicht in den Zeitrahmen, weil gleich wieder dunkel wird. So, 12 haben wir. 15. Haben wir noch mal ein bisschen Fleisch, das wegrennt. Cool. Na komm, so, ja. Komm her, Bambi. Was war jetzt? So geht's auch. Haben wir wieder Fleisch auf Lager. Ich hoffe, ich laufe denen jetzt nicht entgegen, hier den Ureinwohnern. Wir müssen immer tiefer rein mittlerweile, wegen den Stickies, weil die mit dem Nachwachs nicht mehr daherkommen. Thank you.
hoffe, die haben jetzt nicht mich gesehen. Digga, kann doch jetzt nicht sein. Wenn die jetzt Verstärkung holen. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch dieses eine Stack voll. Dann gehen wir rüber. Dann haben wir diesmal halt nur 40. Noch einer. Es wird schon langsam dunkel. Obwohl es noch nicht so dunkel. Wir können noch einmal 20 machen. Sind zwar jetzt hungrig, aber... Sorry, wenn ich jetzt auch ein bisschen ruhiger klinge. Ich bin mittlerweile müde. Wir haben schon gleich 3 Uhr. Wir haben es jetzt genau gesagt. 3:15. Und eigentlich will ich schon schlafen gehen, ins Bett gehen. So, bin müde. So, Video gleich rendern lassen. Schneiden, rendern. Endkarte hinten dran packen. Aber das hier will ich ja auch fertig haben. Hier gibt es wieder jede Menge. Hab hier nicht noch eine? Oh, jetzt wird's richtig dunkel. Zwei noch. Da ist noch Doppler. Doppler. Doppelter. Wie? Jetzt können wir schnell abhauen. Dahin geht schon die Sonne richtig unter. Aber scheint nicht mehr so. Okay. Drehen wir mal. Aber ey, gleich, wenn der nächste Tag beginnt, wir haben das Ding dann fertig. Ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde Aufnahme, diese Folge. Aber wir machen das Ding fertig. Mir egal, wie lange das jetzt gleich dauert. Aber das Ding machen wir gleich fertig. Selbst wenn es jetzt nochmal eine Stunde dauert. Weil wir von irgendwas angegriffen werden oder so. Aber das Dach da, das machen wir fertig, das Gebäude.
Ja. Warte mal, müssen wir vielleicht doch ein bisschen mehr so drehen. Wir wollen ja vernünftiger da einparken. So. Und. Und dann schnell wieder nach oben. Noch schnell was essen und das andere Fleisch noch hier aufhängen. Auch eben die Stickies noch ballern. Dann ab ins Bett. Jetzt noch mal was essen. Hier. Und dann trinken wir mal von hier. Und jetzt noch ganz schnell die Stickies hochholen, die wir eingesammelt haben. Gott, haben wir den hier auch gleich fertig? Ja, die haben wir fertig. Jetzt fangen wir mal hier an. Fangen wir mit dem hier an. Morgen, so. Nice. Wir sind hier auch bald fertig. 427 Stickies noch. Das meiste ist ja wahrscheinlich eher hier bei den Dingern. Denn 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 37 brauchen wir hier. Und dann hier die Dinger noch. Ah, ich merke schon, meine Lippe fängt hier an zu reißen. Am Wetter liegen, glaube ich. So, aber jetzt holen wir uns die letzten Baumstämme für da oben. Die letzten 33 Baumstämme. Das Finale geht los dafür. Aber auch echt krass aus. Auf voll viele Fensterlöcher da. Voll viele Fenster. Mir so nie aufgefallen. Gefühlt jede Wand hat ein Fenster.
Aber jetzt, sobald wir das da fertig haben, den Dach, das Dach, machen wir nur noch eine einzige Folge, wo wir Stickies und Holz sammeln. Eine Folge noch. Und dann gehen wir nochmal in die Höhlen rein. Erkunden nochmal, weil uns fehlt hier ja auch irgendwo hier. Uns fehlen ja noch acht Passagiere von der Liste. Gehen wir nochmal in jede Höhle rein. Und schauen mal, ob wir die von der Liste da alle nochmal durchstreichen können. Brauchen wir jetzt den hier. Hasenrück juckt. Dann gehen wir da vorne alles mal abholzen. Wir machen mal hier hin. Wir stellen den mal hier ab. So, wie viel Treibstoff hat er? Ist schon wieder fast leer. Natürlich. Oh, jetzt schon leer. Und wir haben noch 4 Treibstoffkanister. Den hier. Den. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht auf mich. Und dann machen wir noch den hier. Und hier die beiden noch. Wir wechseln vorsichtshalber erstmal zur Axt, falls wir attackiert werden. Oh, guck mal. Die sind ja alle schön hier nach unten gerollt. Oh, die Steine haben wir nicht abgelegt. Hallo. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Besuch. Da noch, dann ist es wieder voll.
Oh, wie viele Schildkröten da jetzt kommen. Und wieder voll. Boah, ich liebe auch einfach diese Kettensäge, ey. Die hat mir das so erleichtert. Wir hätten eigentlich auch wegen der Kettensäge viel, viel früher mal losgehen müssen. Und die mal suchen. Aber nee, ich war an... Ganz am Anfang dieses Let's Play ist einfach so doof. Die ganze Zeit nur erstmal mich um die Base zu kümmern, hier mit der Hand alles abzuholzen. Waren da wieder welche? Ich hoffe nicht. Weil wir wollen ja die Hütte jetzt gleich fertig haben. Und wenn die jetzt uns attackieren, dann schaffen wir das nicht mehr. Von der Zeit. Schauen, ob hier noch irgendwo welche liegen. Hier ist noch einer. Da liegen noch welche. Da liegt noch einer. Hier liegt noch einer. Da unten irgendwo einer hingrollt, ne? Ich glaube, einen Baum brauchen wir noch. Dann nehmen wir den hier. Nehmen wir auch per Hand. Eben ganz schnell. Okay. Komm schnell. Gleich wird schon wieder Abend. Hier müssen wir uns auch mal kurz wieder hinsetzen. 48 haben wir wieder. An Baumstämmen. Die Ausdauer müssen wir uns ganz kurz mal gleich hinsetzen. Ja, unsere Bank ist noch da. Dann kommt keiner. Dann setzen wir uns mal hier und gucken uns das Prachtexemplar mal an. Dann kann ich auch eben noch mal einen Schluck trinken. Okay. Noch hingesetzt, ausgeruht. Sticky Jagd. Geh mal nach da vorne hin. Ich denke, da hinten gibt es noch genug Stickies. Sticky-Büsche, die wir noch nicht eingesammelt haben. Ist zwar aber auch gefährlicher, weil hier dessen Route ist von den Ureinwohnern. Aber hier kriegen wir es wahrscheinlich noch am schnellsten.
Jetzt noch zwei. Dann heißt es gleich einmal pennen, dann aufbauen. Dann haben wir es fertig. Boah, aber wir haben auch zu viel abgeholzt hier. Kein Wunder, dass die Bäume auch kaum hinterherkommen. Die Natur braucht hier wirklich mal Ruhe von mir. Guck mal, die sind hier wieder nachgewachsen. Nicht so wie bei mir da hinten. Wo gibt es noch Stickies? Da gibt es noch Stickies. Und hier. Nochmal voll machen. Da hinten. Dann heißt es noch einmal hier reinrennen. Dann können wir wieder nach Hause. Dann müssen wir nachher dafür. Oder was heißt nachher? Dann müssen wir wirklich ein paar Mal öfters pennen. Damit sich hier die Natur wieder erholt. Damit der Wald auch mal Zeit hat, hier wieder komplett nachzuwachsen. Aber einmal müssen wir hier nochmal roden. Damit wir da die restlichen Möbel fertig kriegen. Vielleicht auch zweimal. Ich hoffe nicht zweimal. Aber wäre auch gut möglich. Gibt noch Stick. Da ist noch ein Sticky. Hier gibt es noch vieles. Oh. Egal. Wir sind fertig. Jetzt nach Hause. Bevor die Ureinwohner wieder kommen. Denn ich habe mittlerweile mehr Angst vor den Ureinwohnern als vor den Mutanten. Guck mal, den Dildo Daniel, den kriegen wir auch ganz schnell mittlerweile weg. Den kriegen wir schon auseinander, noch bevor er sich transformieren kann zu einem dieser größeren Viecher, die er da drauf hat. Und Galoppelheinz, Muschiklaus, Thrombosenjonas, wissen wir auch schon, wie wir gegen die kämpfen. Obwohl, ich würde auch gerne mal mit der Pistole gegen die kämpfen. Und mal schauen, wie lange die so einen Schuss da aushalten. Da sind ja unsere Nachbarn wieder. Kommen die genau rechtzeitig. Hey, hier bin ich. Kommt schwimmen. Jeder wird die. Was ist mit dem einen da? Seht ihr das? Läuft er gegen den Baum. Jeder Wette, die haben da wieder Totems aufgestellt. Oder stellen hier gleich irgendwo Totems wieder auf. Haben wir Fleisch mitgenommen? Ne. Wir haben Bambi diesmal nicht erlegt. Schade. Hätte ich gern nochmal gemacht.
Das heißt aber, wenn wir gleich hingehen, speichern wir auch noch einmal kurz. Denn solange wie mein PC heute schon am Laufen ist, der läuft schon mittlerweile richtig heiß. Kann man schon kaum anfassen. Hab ich Angst, dass der einfach wegen Überhitzung vielleicht abschmieren könnte. Kenne ich mit PCs nicht so aus. Da ist mein Bruder eigentlich der Experte. Den habt ihr auch schon quasi mal in der Aufnahme kennengelernt. War ja auch einmal kurz so mal so spontan zu Besuch. War mal ein bisschen so in der Folge zu hören. Der hat mir den ja auch zusammengebaut. Aber ich persönlich keine Ahnung von PCs. Können wir jetzt eben die Steine hier noch irgendwo reinballern? Hier können wir das. Hier. Schnell was snacken. Müssten auch schon mittlerweile soweit sein. Die sind schon soweit. Dann können wir hier auch nochmal den hier voll machen. Oh, wir haben noch einen Hirschfell. Dann packen wir den hier hin. Dann schauen wir mal, ob wir schon pennen können. Nö, aber wir können schon mal speichern. Packen wir mal hier hin. Tag 162 hatten wir das letzte Mal gespeichert. Ja. Schon eine Weile her. Noch zweimal können wir noch maximal trinken. Will ich nochmal die Stickies hochpacken. Und um die Baumstämme kümmern wir uns morgen früh, weil wir gepennt haben. Schon die falsche Taste. Das wäre bitter gewesen. Hätte ich jetzt die ganze Zeit C gedrückt gehalten. Na, können wir immer noch nicht. Dann nochmal runter, die Stickies. Einmal noch Stickies. Das fertig und hier. Ja. Nice. Können wir jetzt auch wahrscheinlich schon pennen. Ja, geil. So, jetzt was schnell schnabulieren. So. Und trinken. 13%. Aber wir machen jetzt auch noch oben fertig. Und was wäre besser als passende Musik noch dazu? Da nehmen wir Do It. Do It passt am besten dazu, finde ich. Do It! Ja! Und jetzt noch Regen. Geil. New.
Ja, wir haben es fertig. Kommen wir da ran? Ja, kommen wir. Nice. So, wollen wir den nochmal abspielen? Weil thematisch finde ich passt das. Vom Titel her auch. Am besten wäre jetzt hier I need a hero. Nee, 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 nee. Das wäre jetzt am besten. Ja, mach mal runter. Müssen wir den jetzt gleich oben endlich fertig haben. Der müsste jetzt fertig werden. Muss alles, was nur noch fehlt, unten. Wenn wir den jetzt mal treffen. So. Ja, wir sind fertig. Komm, wir packen die mal eben unten noch hin. So. Schmeißen die mal gegen die Wände hier. Gucken wir mal hier an. Ja. Was ist denn jetzt los? So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was jetzt mit Forest los war. Warum der mich jetzt auf einmal auf Google geschmissen hat. Aber ich hatte jetzt einen ordentlichen Schrecken gehabt.
Das war jetzt ein ordentlicher Schrecken, was da jetzt passiert war. So, dann haben wir hier noch einen. Und unten noch 6. Das sind die letzten 6. Fehlen nur noch diese 3 Wände hier und da hinten alles. Jetzt will ich mir das mal richtig ansehen oben. Boah. Guckt euch das mal an. Einfach der Hammer. Es ist fertig. Okay, hier noch nicht ganz. Da muss noch was. Digga, was ist wieder mit Google los? Warum? Was will Google jetzt die ganze Zeit? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. Also, wir sind hier fertig. Das heißt, für heute war es das dann mal mit der Aufnahmesession. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder, wo wir dann den ganzen Rest, was unten ist, noch fertig machen. Und in der darauffolgenden Folge gehen wir wieder in die Höhlen. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.